Also mein Name ist Rolf Bolz, ich arbeite als Abfallberater bei Entsorgung und Recycling. Mein Spezialgebiet ist die Mehrwertbewirtschaftung. Das betrifft vor allem Veranstaltungen im öffentlichen Raum, wo vor allem Mehrwertsteuer eingesetzt wird. Bei unserer Stadt Bern sammeln wir das Glas nach Farbe getrennt an der Sammelstelle. Das heisst, die Farben sollen wir sie sammeln in den Behälter, werden sie auch in die einzelnen Kompartimente des Lastwagens hineingeschüttet. Das sehen die Leute vielleicht genau, wenn sie das genau beobachten. Und sonst kann man leicht Annahme haben, ja, das wird einfach zusammengeschüttet. Ist aber nicht so. Farben getrennt geht es dann in die Verwertungsbetriebe und dort wird es auch nach Farben wieder verwertet. Braun- und Weissglas hat nicht viele andere Gläserfarben enthalten, weil das ist so bei der Weiterverarbeitung nicht so erwünscht. Das ist nicht so tolerant. Bei Grünglas ist es etwas weniger heikel. Dort kann man auch undefinierbare Farben, rotes oder blaues Glas, kann man dort einwerfen. Das ist dort etwas toleranter. Aber ich kann davon ausgehen, Weissglas gibt wieder Weissglas, Grünglas wieder Grünglas und Braun etc. Das ist so. Hingegen gibt es dann aber die gemischte Sammlung von Glas. Das ist aber in anderen Gemeinden so. Das ist auch richtig. Dort wird das Glas zusammengeschüttet, aber es gibt auch andere Produkte aus dem Altglas, werden wieder verwertet. So Bauersatzstoffe für einen Strassenbau oder für einen Hausbau, so geschäumte Baustellen.